Haha, ich habe nämlich schön gewartet und kann mich jetzt daran erfreuen, dass ich hier... Oh yeah. Alter. Boah, das... Alter, das gibt's ja nicht. Echt, das lag echt nur da dran. Alter Verwalter. Und ich dachte, mein Deck wäre schlecht. Jetzt mal ohne Witz. Ich dachte halt echt, mein Deck wäre schlecht. Hallöchen, Popöchen, hier ist der Gusua wieder und er macht einfach mal ganz dekadent eine silberne Truhe auf. Oh, es ist mega laut. Es ist mega laut. Ich muss es einfach mal ein wenig leiser machen. Das geht ja mal gar nicht. Zack, zack, zack. Wir haben hier einen Ritter. Übel laut. So, und wir hauen natürlich die nächste Silberkiste bzw. nächste Silbertruhe auch noch an. So, gerne hier sowas gebe ich super gerne weg. Einfach Sachen. Ha, zumal wenn FFO, Alter, läuft bei dir. Läuft, René. Das ist der Homie Boy, der mich zu COC gebracht hat. Und... Ja, die hat gesagt, ey, naja, spielst du auch Clash Royale? Also ich, jo, auch das spiele ich. Und dann hat er gesagt, oh, na, kann ich mitmachen? Ja, klar, kannst du mitmachen. So, gucken wir mal, ob wir hier eine Packung kriegen. Also mir wurde gesagt, es ist wohl immer am cleversten, wenn man dann die Truppen, die man zum Deffen benutzt, relativ weit hinten hinstellt. Ich mach mal leiser hier. Das ist so krass laut. Tut mir fast in Ohren weh. So, jetzt gucken wir mal, was hier geht. Na, das sieht hier schon mal ganz anders aus. Also alleine schon mal, der Gegner ist auch Level 5. Das heißt also, da kann man jetzt nicht sagen, oh ne, ja, der ist ja schlechter. Sondern der alter Verwalter soll es das gewesen sein? Jetzt mal ohne Witz. Alter, das... Es ist nicht euer Ernst gerade, oder? WTF, Jungs und Mädels, ich glaube, das ist natürlich das, was ich sehen wollte, auf jeden Fall. Ich meine jetzt, er hat nur die Barbaren, also er hat definitiv noch mehr in der Hinterhand, auf jeden Fall. Aber das ist ja mal mega episch, ich meine, das ist ja mal was ganz anderes. Das wäre mal richtig krass. Und hier habe ich gelernt, dass ich da am besten Flächenschaden nehmen soll bei der Hexe. Das wurde mir von einem Spieler oder von einem Abonnenten halt gesagt. Er sagte, ja, 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 auf jeden Fall bei der Hexe irgendwas mit Flächenschaden. Oh, juckt die Deil, mir juckt das linke Ei. Das ist ja mal richtig geil. Ich mach mal hier ein bisschen leiser. Ich meine, das war ja mal ein richtig krasser Durchmarsch. Hab endlich Magier bekommen. Okay, so, passt. Dann machen wir natürlich eine Kronentruhe auf und kriegen richtig schön Gold. So ist geil. Juwelen auch nie schlecht. Lakaien, ja gut, okay. Na, Skelette ist für mich relevant. Koboldhütte ist auch nicht wirklich wichtig. Das ist natürlich... Oh, das ist natürlich geil. Das, ja, okay. Vorsichtig. Also wieder von hinten erstmal. Also erstmal gucken, wo er seine Sachen droppt. Okay, dann gehe ich von hier aus. Und jetzt hat er natürlich definitiv noch was in der Hinterhand. Ganz klare Kiste, logisch. Aber macht natürlich Sinn. Ich meine, dann hat man natürlich gleich die Möglichkeit, in dem Bereich, wo ich dann sozusagen aktiv bin, also sprich, indem ich deffe, geht natürlich dann zum Beispiel mein Turm natürlich auch gleich auf ihn los. Das ist natürlich echt mega geil. Alter, sagt mir nicht, dass es das echt war. Jetzt warte ich. Jetzt warte ich wirklich, bevor ich jetzt hier wer weiß wie viel losschicke. Na, jetzt habe ich aber meine Truppen. Genau, dann mache ich das jetzt hier ganz, hoffentlich ganz gekonnt. Haha, ich habe nämlich schön gewartet
Und kann mich jetzt daran erfreuen, dass ich hier... Oh yeah. Alter. Boah, das... Alter, das gibt's ja nicht. Echt, das lag echt nur da dran. Alter Verwalter. Und ich dachte, mein Deck wäre schlecht. Jetzt mal ohne Witz. Ich dachte halt echt, mein Deck wäre schlecht. Und jetzt kommen hier... Aber das ist einfach das Geile. Also man sieht halt wirklich einfach mal ein paar Tipps von euch abgegriffen und schon läuft das hier. Jetzt bin ich wieder im Barbaren-Oval, wo ich eigentlich gar nicht unbedingt hin wollte, aber egal. Das ist ja ziemlich... Alter. Ich würde gerne... Kommt, jetzt werden wir hier mal übermütig. Aber bitte, 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 wie gesagt, also... Immer welche... Ja, okay, 995, ich denke mal, das ist auch noch okay, aber der ist auch schon Level 6. Gucken wir mal. Wer zuerst was setzt, hat verloren. Ah, sehr gut für mich. Sehr gut. Ich kann gut reagieren drauf. Zack, zack. Ah, der hat mit seinen Kobolden schon ganz schön was Schaden gemacht. Guck mal, wie ich jetzt den... Na, obwohl, Riesenschiebe ist relativ. Und man baut natürlich auch gleich mal einen X-Bow. Natürlich, Junge, natürlich. Aber ungeachtet der Tatsache, kriegt dein Turm jetzt mal gut auf die Schnauze, Junge. Es ist nicht euer Ernst, Alter. Es ist nicht euer fucking Ernst, Alter. What's going up here? Alter, es geht ja mal richtig. Ich bin ja mal ein richtiger Raider, Alter. Oh, ich meine, das war immer richtig übel. Aber Alex hat zweimal... Boah. Läuft ja mal gerade so hart. Kleinen Moment, einen kleinen Schluck trinken. Vielen, vielen, vielen Dank für diesen Tipp. Endlich Clash Royale bei dir. Ja, auf jeden Fall. Viele freuen sich. Aber wie gesagt, ich wollte es halt eben wirklich nicht am Anfang übertreiben. Mir war es wirklich wichtig, dass es in Deutschland draußen war. So. Ich würde gern Pekka setzen. Hinten. Dann noch den Riese ran. Und dann eventuell auch noch ein Prinz. Ah, jetzt natürlich der Nachteil auf jeden Fall mit dem Baby Dragon, der killt jetzt auf jeden Fall den Riese, ganz klare Nummer. Aber ah ja, jetzt zack, komm, ja, immerhin haben wir ein bisschen was klar gemacht hier. Ja, der Drache wird schon richtig eskalieren. Ja gut, ging aber noch, war okay. So, jetzt aber die, ja, wirklich die Musketierin ist echt nicht zu vernachlässigen. Also wirklich, die kann halt echt richtig was. So, jetzt wollen wir hier natürlich mit dem Riese wieder so ein bisschen. So, ich denke, das sollte hier richtig gut laufen. Ja, genau, Junge. Dass du deinen Turm jetzt gleich verlierst, sage ich dir aber noch nicht, oder? Ah, ich hasse das. Ich hasse die mit ihren blöden, doofen Skeletten, ey, echt. Ich meine, sie sind immer easy, sprich, dass die halt wirklich nicht so viel ausrichten können. Aber reicht auf jeden Fall, um mir richtig den Arsch zu versohlen, auf jeden Fall. Ah, mein Turm ist down. Mein Turm ist definitiv down. Klar. So, gucken wir mal. Hauen wir hier jetzt mal in Riese raus. Man merkt gleich wieder, dass es echt wieder eine andere Liga. Es ist halt einfach eine andere Liga. Ganz ehrlich. Ist dann halt wirklich so. Jetzt muss ich halt echt hier deffen. Auf jeden Fall. Alter, mit den Skeletten hier habe ich nicht gerechnet. Wieder mal. Ah, super gut. Das hat gut geklappt. Ein Riese noch hier hinten. Aber ich darf jetzt nicht zu selbstsicher sein, weil ich muss natürlich... Ich bin ja ein Turm im Rückstand.
Nee, das wird nichts. Das Ding geht mal richtig unter, auf jeden Fall. Den habe ich auf jeden Fall verloren. 14 Sekunden, das ist verloren. Aber ganz ehrlich, der hat es verdient. Der hat es verdient, wirklich. Der war einfach besser als ich. Da muss man dann nur mal sagen, gutes Spiel. Hat er gut gemacht. So. Aber das war ja echt... Komm hier, Barbaren, gerne. Hau ich gerne raus. Oh, jetzt bin ich ja richtig... Oh, jetzt bin ich wieder voll dabei, ey. Der ist Level 4, okay. Ich warte noch. Mal gucken, ob jetzt wieder was von ihm kommt. Ja, es kommt was von ihm. Ah, sogar die volle Packung hier, ja. Oh, der wird schon... Der weiß schon, was er macht. Jetzt muss ich halt gucken, dass der Turm sich natürlich mit dem Drago beschäftigt, beziehungsweise ich natürlich dann zusätzlich hier nochmal den Drachen töte. Komm, hier, Pekka habe ich jetzt noch am Start, weil der Riese, der ist definitiv noch da. Somit kann ich da schön die Pekka noch reinknallen, klar. Na, aber das ist noch nicht, das ist definitiv noch nicht alles gewonnen hier. Das sieht zwar schon ganz nett aus, aber gewonnen ist das... Aber ganz ehrlich, dass es wirklich nur an diesem Truppensetzen liegt halt. Also wirklich, wo ich die setze. Richtig mega geil. Echt geil. Echt geil. Hat mir gefallen. Können wir jetzt wieder noch eine... Nee, klar, dafür... Das ist dann immer so der Bereich vom Diziax, logischerweise. Da tobt der sich gerne drin aus, ganz klar. Das ist dann nicht so meins, ganz klar. Da bin ich komplett außen vor. Ich habe dafür noch kein Geld ausgegeben und habe es auch eigentlich erstmal nicht vor. Testspiel. Ich würde mal gerne nochmal gucken, ob mich einer im Clan nochmal besiegen kann. Ich hoffe mal, dass der nicht zu hoch ist. Naja, 1100, das ist Level 6, klar. Da habe ich natürlich definitiv nicht die Hosen an. Ja, komm, hier. Musketier. Pekka. Genau, jetzt komm bitte, genau, komm bitte zu mir, dich daran. Dass ich hier gleich euch schön ein über die 12 geben kann. Natürlich hat er erstmal so eine schöne Rocket am Start. Hm, genau. Am Arsch ist finster, Junge. So, jetzt würde ich den Prinz gerne setzen. Und dann natürlich auch gleich gerne den Riese. Das ist eine gute Kombo, denke ich. Und jetzt... Die mit den Tränken, ey, echt. Aber auch wieder richtig... Ja, gut gemacht, gut gemacht. Denkt bitte dran, er ist ein Level höher. Also wenn ich hier jetzt gegen den eine richtig harte Packung kriege, mache ich mir da nicht ins Hemd. Ja, okay, das ist hier... Das sollte kein Thema sein. Ah, nehme ich jetzt... Nee, ich nehme den Riese. Ich warte kurz und drop den Riese aber gleich dort, dass der halt noch ein bisschen mit dem Prinzen zusammen deffen kann. Ah, schade. Ah, die Barbaren habe ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Ah, da war jetzt auch... Pekka war jetzt auch nicht das Richtige, muss ich ganz ehrlich zugeben. Das war eigentlich nicht das Richtige. Ja, hast mal schön platt gemacht, Junge. Ah, hätte ich auch nicht... es ist zu viel gewesen. Zu viel gewesen. Riese. Danach Prinz. Hier das volle Programm einmal.
Aber die Pfeile gegen die Barbaren, ich weiß ja, das bringt nicht viel. Jetzt halt gern nochmal ein Riese. Ich glaube, jetzt will er halt wirklich wissen, wo der Frosch die Locken hat. Und das könnte halt meine Chance sein, dass ich hier nochmal richtig gut... Ah, nee. Nee, 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 nee. Jetzt gibt's richtig auf die Fresse. Ja, genau. Ja, ja, und jetzt kommt... Ah, oh, so ein Arsch, Alter. So ein Arsch. Aber gut, okay. Gutes Spiel, kann man nicht sagen. Kann man nicht... Aber da sieht man halt wirklich, es ist halt ein Level höher und dann ist das halt was anderes. Aber wir haben es auch beim Diziax gesehen. Er war Level 10, der andere war Level 11, glaube ich. Und hat dann einfach mal nass gemacht. Ganz klare Nummer hier. Aber das soll es erstmal wieder gewesen sein. Ja, schon wieder hier über 10 Minuten hier. Ich überziehe hier wieder mal. Da haben wir dann eine Nachricht. Gusua. So, das war's von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Dann gibt es demnächst wieder eine Folge Clash Royale. Ciao, ciao.